Seit diesem Montag, seit dem 19. April, ist die Südstraße teilgesperrt. Also noch nicht ganz zu hier, aber eigentlich endet es hier, kurz vor der Bäckerei Salomon. Grund ist, Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha lässt hier eine neue Trinkwasserleitung bauen und auch einen Abwasserkanal. Wir sind heute hier deshalb da, weil wir uns mal angucken wollen. Hier gibt es was Besonderes zu berücksichtigen. Mancher von den Älteren wird es wissen, 1945 im April sind hier viele Bomben gefallen, ist Gotha bombardiert worden. Unter anderem hat es also Beschädigungen am Bahnhof selber gegeben. Und gerade hier in dem Bereich hat es auch viele Einschläge gegeben. Deshalb muss hier vorher, bevor tatsächlich dann ausgebaggert wird, hinter uns die Baugrube für den bis zu 5,50 Meter tiefen Kanal, muss jetzt geprüft werden, ob hier noch Blindgänger am Boden stecken. Dafür ist eine spezielle Firma geordert worden. Und wir werden uns dann gleich mit dem zuständigen Fachmann in der Sache unterhalten und uns mal erklären lassen, wie genau geht das ab. Wir werden jetzt hinter die Absperrungen gehen, dürfen wir, haben wir abgesprochen und werden dann schauen, was passiert, wie genau das jetzt vonstatten geht, weil da wird dann gleich mit einem ziemlich großen Bohrer gebohrt. Das Ganze sieht ziemlich unspektakulär aus, bedarf halt eines Baggers, der dann den großen Bohrer, den man hier rechts vor dem zweiten Mitarbeiter stehen sieht, dann benutzt. Bis zu 6 Meter tief wird hier gebohrt, laut Vorgabe. Für diese Baustelle. Ganz lustig, im Vorgespräch ging es dann darum, wie die offizielle Berufsbezeichnung desjenigen ist, der da jetzt im Bagger drin sitzt. Das ist der Mirko Enzmann. Und das heißt fachtechnische Aufsichtsperson in der Kampfmittelberäumung. Also das ist natürlich auch ein spannender Titel. Wird also die Schnecke richtig verbunden mit dem Greifer des Baggers. So, jetzt ist der Splint durch, der Bolzen gesichert. Jetzt geht der zweite Mann weg. Arbeitsschutz wird immer hochgehalten bei sowas. Von den anderen Bohrungen weiß Herr Enzmann schon, dass es hier ziemlich hart wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bei einer Tiefe von 5,50 Meter haben sie gesagt, da ist dann schon der Boden so fest, dass sie da nicht weiter tiefer bohren werden. Auch wenn der Kanal in 5,50 Meter Tiefe verlegt wird, der Abwasserkanal, das würde aber reichen. Das hat auch der Baubeauftragte, der Baubetreuer vom Abwasserzweckverband Gotha hat das auch so bestätigt. Demnach müsste das ja jetzt ein Bohrer sein, der 5 Meter lang ist. Wir werden mal sehen. Alex Wilhelm zieht jetzt gerade die Sonde aus der vorherigen Bohrung raus und nimmt dann dieses Plasterrohr, das ist mehr oder minder ein Schutz dafür. Und wenn der Bohrer raus ist, kommt dann das Plasterrohr in die Bohrung rein. Dann wird jetzt die Sonde eingefädelt. Am rechten Arm hat er das Messgerät dafür. Also die Sonde selber spricht auf Metalle an. Wird man, vielleicht sieht man es nicht. Das ist jetzt auch mit dem Tageslicht und der Sonne ziemlich fisselig. Nee, Kameramann schüttelt den Kopf, man sieht nichts. Weil wenn er die ablässt, die Sonde, da ist in ungefähr 1,5 Meter Tiefe wohl eine Trinkwasserleitung. Die ist aus Metall und da würde man das dann sehen, dass es dann einen dementsprechenden Impuls gibt. Aber das überlassen wir mal jetzt Alex Wilhelm, der guckt da genau drauf. Die Bohrlöcher werden übrigens in 1,5 Meter Abstand gemacht, weil die Gesamtbreite dieses Aushubes, der dann hier gemacht wird für den Kanal, ist knapp 3 Meter. Und dann wird eine zweite Reihe von Bohrungen gemacht, sozusagen immer genau in die Mitte zwischen zwei Bohrlöchern, die einmal auf der nördlichen, auf einmal auf der südlichen Seite dann gemacht werden.
Und das ist dann ausreichender Abstand, dass das tatsächlich die gesamte Fläche ausgemessen werden kann, ob alles in Ordnung ist. Was wahrscheinlich nicht alle wissen, ist, dass also bei jedem Bauvorhaben genau sowas gemacht werden muss. Also die Baufirmen fragen dann bei dem, der den Bauauftrag auslöst, ab, ob eine entsprechende Bodenuntersuchung gemacht worden ist. Das in einem ersten Schritt werden da alte Luftbildaufnahmen genutzt. Also im Speziellen gibt es sehr, sehr viele von 1945, weil die Amerikaner hier in Thüringen ziemlich alles überflogen haben, was sie vorher bombardiert haben. So eben auch wie im April 1945 halt Gotha die Bombenlast abgekriegt hat. So, die Testbohrung ist sozusagen für uns gemacht worden. Wir unterbrechen natürlich den üblichen Ablauf hier ein bisschen, damit man dann auch sieht, wie das funktioniert. Und jetzt bitten wir mal Herrn Enzmann zu uns, dass er uns erklärt, was genau jetzt hier passiert ist. Herr Enzmann, ich habe mich bei der Anmoderation, habe ich mir fast schon Knoten in die Zunge gemacht, weil die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit, die ist so spannend. Sagen Sie es doch bitte mal nochmal, dass die Damen und Herren vom die Zuschauern also das verstehen. Meine Berufsverzeichnung heißt fachtechnisches Aufsichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung. Wie lange machen Sie das jetzt? Schon einige Jahre. Diese Fachkunde selber habe ich erst vorletztes Jahr erreicht. Und seitdem kann ich halt selbstständig hier auf solchen Räumstellen agieren. Ihre Firma aus Zwickau, sind Sie dort schon länger beschäftigt? Ja, schon länger. 5 Jahre mittlerweile. Achso, und Sie haben jetzt sozusagen nachträglich die Qualifikation gemacht, damit Sie das jetzt hier vor Ort machen können? Ja, vorher als einfacher Räumarbeiter und jetzt mittlerweile als Aufsichtspersonal. Jetzt ist es ja so, dass also gerade hier in Gotha ist 45 bombardiert worden, genau hier in dem Bereich. Deshalb war Bahnhof, vorher notwendig zu sichten. Haben Sie zum Beispiel jetzt alte Luftbildaufnahmen ausgewertet oder wer macht das? Das machen wir tatsächlich selber. Also wird angefordert von Seiten von meinem Vorgesetzten, der fordert die an. Wir begutachten die, schauen dann halt nach, wo könnte jetzt was sein, was ist hier und sieht man ja wahrscheinlich dann, wenn ein Bombenkrater ist oder so. Bombenkrater also auch beim Blindgänger sieht man das, oder? Bombenkrater ist für uns relativ unspektakulär, weil da gehen wir davon aus, dass die Bombe halt detoniert ist. Anders ist dann halt, wenn kleine Löcher oder sowas zu sehen sind, ist das dann halt schon, wo man dann halt drauf aufpassen muss. Haben Sie in den Zeiten, die Sie jetzt das machen, haben Sie da schon mal sowas gefunden? Sind Sie da schon mal fündig geworden? Bombe? Ja, viel. Also gerade letzte Woche wieder, gestern mein Arbeitskollege in Halle wieder. Was würde denn jetzt passieren? Angenommen jetzt Ihr Kollege, der Herr Willem, der hat ja mit dem Detektor dann jetzt gemessen, also von unten nach oben die Sonde gezogen. Und dann, wenn da ein Metall wäre, metallischer Gegenstand wäre, dann würde es ein Signal geben oder einen Ausschlag geben. Was passiert dann als nächstes? Also als nächstes gucke ich mir das erst nochmal an. Ja? Werte das aus. Wir machen verschiedene Bohrungen, um das zu lokalisieren. Was ist das? Häufig sind es alte Medienträger, die drin sind, was man dann aufgrund der Länge und sowas schon ausschließen kann, dass es sich um Kampfmittel handelt. Wenn ich nicht ausschließen kann, dass es sich um ein Kampfmittel handelt, dann ist es gerade jetzt in der Zeit ein bisschen anders, als das normalerweise der Ablauf wäre. Hier in Thüringen gibt es jetzt keinen speziellen Kampfmittelräumdienst, wie das in anderen Bundesländern ist, sondern das wird von einer Firma generalisiert. Und da müsste man sich dann erst mit den Ordnungsämtern in Verbindung setzen, wie kann man zum Beispiel Evakuierungsmaßnahmen oder sowas, bevor wir sowas freilegen würden. Aber das hieß im Klartext, Baustelle wäre sofort Stopp und dann muss das abgeklärt werden und dann geht es auch. Genau, dann müsste ich abklären, was wir könnten weitermachen. Wir haben hier unseren Verdachtsfall, meinetwegen. Er hätte jetzt hier was gemessen. Ich würde mir das angucken, das lokalisieren, wo ist jetzt hier was. Wir könnten ganz normal weitermachen und dann muss halt geklärt werden, was machen wir damit. Wir beide stehen ja jetzt auf dem zukünftigen Kanal der Aus- oder beziehungsweise auf der zukünftigen Grube. Ja. Die ist ja ca. 3 Meter breit. Ja. Und da der Mischwasserkanal bis in 5,50 Meter Tiefe verlegt werden wird, geht es ja auch richtig tief runter. Wie bestimmen Sie den Abstand zwischen den Löchern entsprechend der Empfindlichkeit des Gerätes oder wonach richtet sich das? Ja, richtig, genau danach bestimmen wir das. Ich hatte gerade gesagt, dass es also eine zweite Bohrungsreihe gibt, dann auf der südlichen Seite des Kanals. Wie lange werden Sie hier brauchen? Ich schätze, dass wir Freitag fertig werden. Weil ja dann Montag soll es ja eigentlich dann losgehen hier mit Ausschlachten. Genau. Gut, dann hoffe ich, dass Sie nichts finden. Das ist ja vielleicht der beste Wunsch für alles. Schönen Dank fürs Gespräch. Wunderbar, bitte.